Ilix hat heute Morgen lange ausgeschlafen. Er macht das gerne. Wenn er aufwacht, dann hängt er mit geschlossenen Augen seinen Träumen nach, versucht sich an Details zu erinnern und erlebt die schönen Momente noch einmal. Er hat keine Arme mehr, keine Hände. Er hat Flügel, lange, starke Flügel. Er ist ein Schwan. Was, wenn ich jetzt müde werde, denkt Felix. Wie schlafen Schwäne? Wo schlafen Schwäne? Felix muss dieses Rätsel lösen, bevor er in Schwanengestalt müde wird. Er schwimmt zum Ufer, sieht sich kurz um und da niemand zu sehen ist, der seine Frage beantworten könnte, stapft er los in den Wald. Hey ihr, ich heiße Felix. Und ich bin ein verwandelter Mensch und muss wissen, wie Schwäne schlafen. Könnt ihr mir helfen? Die Taubenmama schaut nun auch verdutzt und gurrt. Ja, du musst ein Mensch sein, so laut wie du bist. Hallo, schöner Schwan. Ich wünsche einen guten Abend. Ich stehe immer erst in der Dämmerung auf. Verzeih, dass ich dich nicht früher begrüßt habe. Oh, das ist okay. Ich bin erst seit ein paar Sekunden hier, stottert Felix. Na, dann ist ja gut. Dann funktioniert mein Instinkt ja noch und hat mich rechtzeitig geweckt. Felix kann es genau sehen. In der griechischen Mythologie, erinnert Felix sich, symbolisiert der Schwan den Göttervater Zeus, welcher sich in einen Schwan verwandeln konnte. Felix guckt neugierig durchs Fenster. Vielleicht liegt die Lösung ja ganz nahe. Huch, da liege ja ich. Und schlafe. Langsam wird es Zeit, in meine Menschengestalt zurückzukehren. Dazu muss ich als Schwan einschlafen und kann als Mensch wieder erwachen. Tier, deine Zeichnung wird die letzte Seite dieses Buches. Die Antwort auf die Frage, wo die Schwäne schlafen.